Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Arista zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Minish Cap. Ihr seht es schon da vorne, da ist ein Herzteil und da wir jetzt schwimmen können, möchte ich es mir endlich holen. Wobei, ich glaube theoretisch wäre es auch anders gegangen, aber ich versuche es mal so. Weil man muss hier nämlich als Minish rüber, nachdem man den Wirbelstab benutzt hat. Wir waren hier schon einige Male, aber ich glaube, wenn wir das tatsächlich jetzt unten richtig machen... Ach nee, stimmt ja, da war ja was. Also habe ich es doch falsch angesetzt. Ich dachte, ich muss hier lang. Ach, Kacke. Okay, also wir wissen, da ist ein Herzteil. Lass mich runterspringen. Hier ist es abgezäunt. Aber da irgendwo muss es einen Weg geben. Vielleicht weiter oben. Weil ich will an dieses Herzteil und ich will auch noch an ein paar andere Herzteile. Und ich kann ja mal hier den Wirbelstab benutzen. Da ist sowieso noch eine Truhe, die ich seit Ewigkeiten haben will. Achso, nee, die ist... Eine Truhe, die ich seit Ewigkeiten haben will. Sie ist offen. Stimmt ja, ich wollte mich ja hier umsehen bei den Seelawasserfällen. Weil ich will ja noch nicht zum dritten Dungeon. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich noch nicht dahin will, weil ich einfach denke, dass ich irgendwo noch vielleicht ein richtig schönes Herzteil finden könnte, wenn ich mich nur genug anstrenge. Okay, hier unten gibt es schon mal nichts. Warum ich hier die ganze Zeit auf Tauchstation gehe, ganz... Nein! Oh Gott. Nein, 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 nein. Zieh mir nicht meine Rubine ab, du Bastard. Ich hätte auf den Schatten gucken müssen. Lass mich raus, lass mich raus. So. Verreck. Danke. War du Mistvieh. Das sind alle vier. Oh, nee, schon wieder. Nee, schon wieder. Nee, schon wieder. Wenigstens fressen sie nicht mein Schild. Danke. Gut. Dann brauche ich jetzt mal meine Maulwurfshandschuhe. Das ist der elektrische Schleim. Ich würde sagen, Stun. Da ich die Maulwurfshandschuhe brauche, wieder ausrüsten und ja, da vorne nach den Truhen suchen. Beziehungsweise, warum soll ich nach den Truhen suchen? Hier sind die Truhen. Ich finde diese Truhen und ach, da vorne sieht man, dass es hier in der Nähe noch einen Zugang gibt. Und warum untersuche ich das jetzt alles? Ganz einfach, weil ich hoffe, einfach noch an ein paar Herzteile zu kommen. Weil, warum noch warten? Also, warum jetzt nicht danach suchen? Könnte vielleicht hilfreich sein für den nächsten Dungeon. So, 50 mysteriöse Muscheln erhalten und 50 Rubine erhalten. Yay. Und jetzt gleich ist wieder das Viech da. Nein, es ist nicht da. Wow. Kann ich eigentlich auf Wasserfälle damit hochschwimmen? Nee, kann ich nicht. Schade. Na gut, dann gehen wir hier hoch. So, heißt eigentlich sind wir hier schon fertig wieder. Na toll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch irgendwie an ein Herzteil oder so kommen, aber nö. Natürlich nicht. Ja, toll. Das ist die nördliche Ebene von Hyrule. Das heißt, wir sind da in der Nähe vom Schloss. Ich glaube, beim Schloss werden wir jetzt nichts finden. Aber vielleicht da oben bei den Seelawasserfällen, jetzt wo wir schwimmen können. Ja, wusste ich's doch. Da ist ein Herzteil. Gib's her. Ja, noch eines. Kann ich hier... Ah, nee, stimmt ja. Ich kann ja hier nur besser schwimmen. Wenn ich A drücke. Was ist hier? Und hier? Gar nichts. Hm. Heißt das, das war's schon? Heißt das, dass ich jetzt eigentlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich in Tabanta jetzt neu freigeschaltet habe,
alles gefunden habe. Das ist aber blöd. Es muss doch noch irgendwas geben, das ich übersehen. Ach ja, stimmt, hier kann ich ja auch schwimmen. Hier und in den ganzen anderen Bereichen. Daran habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gedacht. Hier ist zum Beispiel das Schloss. Hier um das Schloss rum könnte man ja noch schwimmen. Okay, direkt zum Schloss kommt man nicht. Achso, ja. Toll, wie ich mich zwischen Felsen bugge, im Ernst. Moment. Oh, ich bin im Innenhof des Schlosses. Die ist eine Truhe. Großer roter Rubin erhalten. Grins. Auch geil. Achso, da oben ist ja noch so ein Ausgang. Hehe, und was ist hier drin? 100 mysteriöse Muscheln erhalten. Nicht schlecht. Aber gut, hier in der Gegend, beziehungsweise weiter unten von Hyrule Stadt aus und so weiter, also Richtung Gongolberg, da kann ich ja auch noch mal schauen. So ist es ja nicht. Also da vorne in der Gegend. Ah, verflixt, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Scheibe. Ah, nee, das ist doch was anderes. Aber ich komme an der Brücke nicht vorbei und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wieso komme ich eigentlich unter der Brücke nicht lang? Ach ja, stimmt, da war ja der Ausgang. Da kommt man ja, glaube ich, hoch oder nicht. Ja, stimmt, hier war doch mal ein Herzteil. Oder so. Was war hier nochmal? Teil der Königsfamilie. Ah ja. Das ist ja doch schon die richtige Richtung. Gut, und jetzt hier lang. Oh, ich habe vergessen, wie er heißt, aber ich glaube, ich habe den Namen vor kurzem gesehen. Weil, ihr wisst es ja sicherlich, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich farme diese ganzen Nintendo-Statuen ja alle offscreen. Und ich weiß, dass ich die Statue von denen bekommen habe. Ich habe auch mittlerweile 1 bis 3 sogar komplett. Also ich habe die 1, die 2 und die 3. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drüber, dass ich nach der Nummer welche gekriegt habe. Ah ja, stimmt, hier war ja auch noch eine Höhle. An die komme ich jetzt sogar ran. Hier kann ich jetzt auch buddeln. Yay. Und ein Glücksfragment. So, ich grab hier noch ein bisschen. So, das hätten wir auch erledigt. Dann haben wir jetzt noch 15 Rubine. Und das hier scheint ein größerer Komplex zu sein an Truhen. Und wer weiß, was uns am Ende vielleicht noch erwartet. Oh, Moment. Ah, hier ist eine Feenquelle. Interessant. Aber wo komme ich an diese Truhe? Das interessiert mich eigentlich viel mehr. Ah, ein Stück weiter scheint noch so eine Kuhle zu sein. Also zum Reingraben. So. So, wir sind ja so fleißige Gräber, deswegen habe ich mal alles umgegraben. So, und hier vorne geht es sogar noch mal weiter. Aber das muss man scheinbar über die Brücke erreichen. Ja, sieht echt so aus. So, mal sehen, was hier drin ist. Hier war ja sogar eine Leiter und alles.
Oder hier ist. Wir sind ja jetzt endlich hier drin. So, dann komm mal her. Und damit öffne ich dann diese Truhe und das ist nochmal ein Glücksfragment. Hier kriegt man irgendwie meistens Glücksfragmente und Rubine. Ich hatte eigentlich irgendwie noch so auf ein Herzteil gehofft. Naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, hier noch ein Glücksfragment. Und da vorne ist immerhin eine Treppe. Ah, jetzt sind wir hinter diesem Zaun. Hier ist so auch ein Minish-Portal und ich glaube, da vorne war ein Haus, aber ich sehe nochmal nach. Ja, hier vorne war ein Haus. Na, dann kann ich mich ja mal verkleinern und mal gucken, was mich hier erwartet. Dieses Gewässer war doch komisch, oder? Welches Gewässer? Fragmente vereinen wollen wir? Ja, nicht. Ah, verdammt. Tut mir leid. Das war ein kleiner Fehler. Es tut mir sehr leid. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht was Wunderbares. Natürlich, Waldminisch, deswegen habe ich ja mit dir Fragmente vereint und... Wo ist denn das? Das kenne ich doch irgendwoher, glaube ich, oder? Okay. Hochebene von Bele, das ist sogar hier in der Nähe. Ich glaube sogar, ich weiß, wo das genau ist. Das ist gut. Das ist sogar verdammt gut. Oh, verdammt, ich muss zum Steg. Ah, der Octorok hat mich erwischt. Blöder Octorok. Wenigstens gibst du mir einen Rubin. Wenigstens gibst du mir 5 Rubine. Was ist jetzt eigentlich hier oben? Jetzt, wo ich ein bisschen bewanderter bin mit den Fähigkeiten, kann ich vielleicht hier irgendwas aufdecken? Nee, stimmt, von hier kam ich. Toll. Ja, Kartografiekenntnisse mal wieder gleich 0. Wirklich wunderbar zur Schau gestellt von mir. So, nochmal 5 Rubine. Wir haben wieder volle Herz. Und ich glaube, hier irgendwo war das mit den Fragmenten vereint. Ja, war es. Okay, hier waren nur ganz viele Rubine. Freut mich natürlich. Rubine kann man nie genug haben. Und spinne ich? Habe ich das hier übersehen? Da braucht man eine Bombe. Okay. Komm her, Fledermaus. Komm her. Back dich nicht am Rand fest, sondern lass dich besiegen. Gut. Truhe und ein Glücksfragment. Okay. Wieso habe ich diese ganzen Sachen bis jetzt übersehen? Das war doch da, wo Poemon war. Bis jetzt. So, mal sehen. Ich habe mir jetzt übrigens überlegt, ob ich nicht vielleicht noch mal kurz nach Tabanta gehen will. Einfach, weil wir da ja auch noch das ein oder andere freigeschaltet haben. Ah, verflixt. Moment, mit den Pegasus-Stiefeln und der neuen Schwertechnik sollte das eigentlich... Ja, sollte es eigentlich besser klappen. Ja, wir haben zwar trotzdem mehr Schaden genommen, aber dafür 20 Rubine bekommen. Das ist doch auch schon mal viel wert. So, und ein Glücksfragment. Und ja, ich besiege jetzt ein paar von euch. Auch um meine ganzen Schwertechniken mal zu üben. Glücksfragment. Dass man das auch wirklich bei jedem Fitzchen bekommt. Das ist irgendwo schon ein bisschen nervig.
So, kann jetzt mal... Okay, 20 Rubine finde ich auch okay. Ein Herz hätte ich bloß sehr schön gefunden. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das kann sein. Allerdings kann ich gerne noch mal nachschauen, ob wir hier bei dem Minish schon waren. Das will ich jetzt noch mal prüfen. Ich glaube nicht. Was ist denn mit dir? Okay, sie wächst nicht. Fragmente vereinen. Wieso haben wir das nicht gemacht? Wir haben das doch sogar. Okay, vielleicht hatten wir es damals nicht oder ich habe es damals übersehen. Aha. Hier ist jetzt eine Bohne. Eine Bohnenranke? Wohin führt mich diese Ranke jetzt? Im Ernst, eine Bohnenranke? Ich kletter die jetzt mal hoch, aber... Das ist jetzt echt... Wow. Oh mein Gott, sind das viele Rubine. Ich habe irgendwas ganz Geheimes entdeckt und wir sind in den Wolken. Das ist so toll und ein Glücksfragment und ist das geil. Boah, ist das toll und seht euch mal diese Aussicht hier an. Wow. Ich bin gerade ganz geflasht davon. Im Ernst, wenn ich jetzt eine Kamera anhätte, würdet ihr mich hier jetzt sehen, Kinnlade fast auf dem Tisch. Man lernt nie aus, was Zelda angeht. Man lernt wirklich nie aus. Na gut, ich wollte mich jetzt noch mal in Tabanta ein bisschen umsehen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere, weil wenn wir mal auf die Karte schauen... Dann weiß ich, dass wir bei den Ruinen des Windes und hier noch ein bisschen was freigeschaltet haben, da ganz oben. Ist kein weiter Weg und irgendwo hier war auch noch ein Deku-Händler, bei dem ich glaube ich vergessen habe, Fragmente zu vereinen. Ja. Die Frage ist bloß, wo dieser Deku-Händler ist und ob die Schlangen mich töten. Also, wenn sie mich treffen schon, aber sonst glaube ich nicht. Und was ist eigentlich hier drin? Ah ne, hier war nur das... Ich will mal auf die Karte schauen. Okay, von hier aus etwas weiter oben war jetzt noch... Waren jetzt noch Sachen, aber da komme ich jetzt von hier aus nicht dran. Und vor allen Dingen jetzt, wo ich schwimmen kann, kann ich mir noch viel, viel mehr ansehen hier. Und das ist natürlich immer sehr ratsam. Und ich finde, man sollte auch alles vernünftig erkunden, wenn man schon vor einem Dungeon ist. Das ist ja etwas, das ich normalerweise nicht so oft tue. Einfach, weil ich mir denke, ich brauche Parts, ich muss vorankommen und sowas. Das ist auch oft ein Grund, warum ich Sachen nicht erkunde und hinter die Dungeons hänge. Oder weil ich mir denke, ich habe mir so wenig gemerkt. Kann ich das überhaupt jetzt... Also kann ich das überhaupt jetzt machen? Und 900. Meine Fresse. Habe ich etwa schon die endgültige Tasche, die 999 trägt, oder was? Wenn ja, geil. Dann muss ich mir zumindest in Sachen Rubine keine Sorgen mehr machen. So, was ist denn hier? Ah ja, hier war Truhe. Achso, hier hin. Gut, dann... ja. Gut, dann gehe ich mal nach da. Ah, hier war der Deko-Händler, der auch Fragmente vereinen wollte, was ich nicht gesehen habe. Gut, Herr Deku, Händler Deku. Darauf hatte mich Linkfan noch hingewiesen, dass ich diesen Deku vergessen hatte. Ich wusste nur nicht, wo der war. Also ich habe es, glaube ich, vergessen. Beziehungsweise ich wollte nicht nach Tabanta gehen und das ist im Tyloria-Wald, oder nicht? Ja, ich weiß, wo das ist. Ja, das könnte bald sein, dass dir was... Also, dass was Gutes passiert. Aber ob das dir passiert oder mir passiert, das ist ein himmelweiter Unterschied.
Oh. Na gut, hier komme ich nicht mehr raus. Hier versinke ich nur im Modder. Okay, hier komme ich jetzt als Minisch weiter. Das bedeutet, ich warte, bis mal das Seerosenblatt wieder da ist. So. Hier rüber, da vorne ist ein Loch. Hier ist eine Schatztruhe. Und damit gibt es ein neues Glücksfragment. Allerdings, das große, große Herzteil, auf das ich warte, bleibt immer noch aus. Hm. Allerdings, hier kann man sich ja als Minisch noch weiter umsehen. Das kann man jetzt ausnutzen. Allerdings dürfen wir nicht von den Schlangen entdeckt werden. Ich glaube, die fressen uns dann. Aha. Hier ist was Interessantes. Wenn wir den Gegner loswerden... Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Ding will mich in die Mangel nehmen. Das Ding will mich umbringen. Okay, was ist hier? Ich dachte, hier wäre irgendwas. Wieso sollte ich mich dann hier als Minisch umsehen? Wieso sind hier überall die ganzen Sachen für Minisch? Das verstehe ich nicht. Ah! Wir haben kaum noch Herzen, bitte. Lasst uns in Ruhe. Ihr blöden Gegner. Hm, vielleicht ist das hier erst später wichtig. Ist jetzt nur so mein Guess, weil... ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie wichtig ist und hier unten ist nichts. Gut, dann gehe ich erstmal wieder hin und vergrößere mich wieder. Ich meine, ich kann hier zwar überall durchschwimmen, aber sonderlich was bringen tut's nicht. So. Wie kam ich da hinten nochmal hin? Also ohne jetzt als Minister lang zu gehen. Achso, da war ja irgendwo hier in der Nähe eine Abkürzung, ne? Weil ich will nochmal Richtung Ruine des Windes. Da waren ja auf jeden Fall noch ein paar Truhen, die ich noch nicht habe. Das weiß ich. Und habe ich hier schon gegraben? Ich glaube ja. Ich glaube, das war sogar das erste Loch, in dem ich gegraben habe. Oder? Sehen wir ja gleich. Nee, oder doch? Ja, doch. Doch, doch. Hm. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt doch nicht schneiden oder so. Also das fände ich jetzt blöd, einfach so zu schneiden. Immerhin erkundigen wir uns hier ja nach einigen Sachen. So. Achso, ein Fall zu viel. Was soll's? Lieber eine Sicherheit haben, als es gar nicht zu schaffen. So, hier müssen jetzt hier über das Tümpelchen rüber, richtig? Nee, Mist. Oh Gott. Wo war jetzt nochmal dieser... Nee. Wahrscheinlich müssen wir weiter oben lang. Dann irgendwie nach hier und hier irgendwo runter. Nee, das kann auch nicht sein. Es sei denn... Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Yay. Naja, aber ich glaube, in Tabanta ist es sogar vernünftig, sich zu verlaufen. Also, okay, sich zu verlaufen. Mist, Pegasus-Stiefel vergessen. Nein. A-Knopf. A-Knopf.
ist eigentlich hier? Ein Herzteil. Oh mein Gott. Nein. Nein. Puh. Lass mich hier durch. Aha. Okay. Wir werden erstmal schauen, welche Blöcke alle verschiebbar sind. Dieser hier? Dieser hier? Ja! Oh mein Gott, wir haben noch einen Herzcontainer gekriegt. Und nicht nur das. Wir sind auch noch geheilt. Und wir haben endlich die zweite Linie angefangen. Yes! Ich muss sagen, das ist gerade ein sehr schönes Gefühl, das zu wissen. Dass man jetzt so weit ist. Und ah, hier ist auch der Eingang, den ich gesucht habe. Oder? Nee. Nee, oder? Ich bin doch jetzt nicht etwa im Kreis gegangen, oder? Doch, bin ich. Ich bin im Kreis gegangen. Yay. Obwohl, gab es denn kein... Gab es denn nicht einen Windmal zum Tor des Windes? Also zur Ruine des Windes, meine ich? Ah, pf. Ja, gab es. Also, dann... Warum benutze ich nicht einfach die Ocarina? Hirn. Lerne, dass du endlich ein Reisesystem hast in Zelda. Diesmal. Also, in diesem Fall meine ich, dass du es jetzt hast. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Was war hier nochmal drin? Achso, das. Okay. Gut. Das war nicht so schwer. So, hier irgendwo waren noch zwei Sachen. Ah, okay. Die sind sogar beide in der Nähe. Ein Schatz und irgendwas, das Rubine gibt. Ich werde jetzt nur den Schatz holen. Das, was Rubine gibt, nicht. Warum? Ganz einfach, wir haben schon einige Rubine und das lohnt sich nicht. Na gut, gib das Herz her, obwohl wir haben schon volle Herzen. Ich bin stolz drauf. Ah ja, hier hat man damals den Tipp gekriegt. Und hier ist die... Ah! Verflixt. Warum mache ich eigentlich nicht den den Rubine gebenden Gegner? Ganz einfach. Wenn das hier tatsächlich 999 ist, dann habe ich Angst, dass ich damit das Ganze... Also das so voll mache, dass ich nicht alle aufnehmen kann. Und deswegen will ich mir dieses kleine Monsterchen sparen, wenn ich mal wieder Rubinenknappheit habe, damit ich einfach hingehen kann und dann zack, 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 Gegner tot, Rubine. Und 200 mysteriöse Muscheln erhalten. Wunderbar. Und ich wollte noch was nachschauen. Deswegen muss ich jetzt noch mal ganz kurz zum Tor des Windes, also zum Dungeon. Linkfan meinte nämlich, er glaubt, dass ich eine Truhe übersehen habe. Wenn ja, dann will ich mir das doch nochmal ansehen. Spinne ich oder sind hier überall Minischwege? Ich habe überall Ranken und sowas gesehen und... Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall den goldenen Gegner am Leben lassen und... Oh, wo? Stimmt ja, hier war ja was. Den Minisch findet er nicht und deswegen... Lampe aus. Gegner aus, damit wir durch können. Das Rätsel habe ich noch im Kopf. Und weg von dem goldenen Octorok. So. So, ich wollte jetzt noch mal schauen hier im Tor des Windes. Wir haben ja hier eine
Karte? Nee. Ich hab doch alle Truhen. Oder nee, wie war das? Nicht alle Truhen werden angezeigt oder sowas in der Art. Ich wollte nochmal nachgucken, aber ich habe jetzt echt keinen Plan, ob ich sie jetzt habe oder nicht. Sollte ich sie doch noch nicht haben. Schreibt mir bitte eine genaue Wegbeschreibung auf, wo diese Truhe ist, Linkfan. Oder diejenigen, die vielleicht wissen, wo diese Truhe ist, die ich meine. Aber da Linkfan mir den Tipp gegeben hat, wird wahrscheinlich Linkfan mir den Weg sagen müssen. Na gut, ich habe jetzt gelernt, dass wir auch noch eine ganze Menge erkundet haben. Deswegen werde ich jetzt zur Stadt zurückkehren. Warum zur Stadt? Ganz einfach. Die Stadt ist eine nette Atmosphäre und ich will eigentlich nochmal, bevor ich dann den Part dann jetzt wahrscheinlich beende, noch einmal schauen, ob Aya vielleicht was Neues zu verkaufen hat oder so. Oder ob sich noch jemand anders zum Fragmenteverein findet oder so. Wusste ich's doch. Die kleinen Kinder natürlich. Ja, Fragmenteverein mit Till. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja noch zum Tyloria-Wald. Und... Ach, hey. Da ist ja noch was. Ein Seerosenblatt? Na toll. Hätte ich das mal vorher gemacht. Yay. Das heißt, ich habe wieder Sachen, die ich hätte erkunden müssen. So, was ist mit dir? Was ist eigentlich mit dir? Nein, du willst nicht. Na, du willst auch nicht. Du willst auch nicht. Was ist denn mit dir? Nein, was ist mit dem Postboten? Auch nicht. Soll es das schon gewesen sein? Ich bin mutiger geworden, aha. Woran willst du das bitte erkennen? Na, was soll's? Okay, dann werde ich noch mal kurz zum Tyloria-Wald gehen. Ich habe es ja versprochen, dass ich das noch zeige. Beziehungsweise ich habe es angedeutet, aber ich will es machen, weil... Ja, weil ich es einfach machen möchte. So einfach ist das. So, hier unten könnte jetzt schon der Weg sein. Ich glaube aber, es ist der... Ja, es ist der andere. Ah, verdammt, das ist der Weg zurück ins Dorf. Ja, wobei, es stört nicht so wirklich, weil... den Weg finden wir ja so sowieso wieder. Wieso benutze ich eigentlich nicht die Ocarina? Oh. Ich vergesse immer, die Ocarina zu benutzen. Und ich gehe beim Tempel lang, weil das ist kürzer. Da ist sowieso ein Portal in der Nähe und wenn ich über den Tempel schwimme, ist das, glaube ich, kürzer. So. So, was ist eigentlich da oben? Ach, gar nichts, stimmt ja. Ich wollte nur noch mal nachschauen. Ach, es ist so viel angenehmer mit Flossen. Im Ernst. So. Ja, hier hin. So, hier war es doch. Da vorne. Das war sogar, ich glaube, damals, als wir in den Wald gegangen sind, eine der ersten Dinge, die mir mit aufgefallen sind. Ich bin mal gespannt, was sich hier hinter verbirgt. Ein Dickkuhhändler. Hahaha. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe dir ein Glücksfragment für 100 Rubine. Ja, kaufe ich. Danke für den Einkauf. Und ich vereine auch noch Fragmente mit dir. Liebend gerne. So, mal sehen, was sich jetzt noch ergibt. Hä? Ah, das ist wieder so ein Rubinespender-Gegner. Im westlichen Wäldchen. Das ist gut.
So, dann hoffe ich jetzt noch auf den einen oder anderen Rubin. Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, beende ich hier den Part. Und ich würde dann im nächsten Part tatsächlich auch schon sagen, wir sind ja schon im Tuloria-Wald. Von hier aus ist es ein Katzensprung zu Bürgermeister Hagers Haus und von da aus ist es ein Katzensprung zum Dungeon. Ich würde also sagen, im nächsten Part geht es dann los mit dem nächsten Dungeon. Dem Tempel der Tropfen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr freut euch darauf und bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.